In der linken Ecke haben wir den weißhaarigen jungen Kerl und in der rechten Ecke den weißhaarigen alten Kerl. Let's get ready to rumble. Hallo Leute, willkommen bei Episode 49 von The Witcher. Und jetzt hau ich dem mal auf die Nüsse. Ready to fight? Always. Swing away then. Ja. In den Staub mit dir. Muss noch viel lernen. Congratulations. Only a few have ever beaten me. Der A few. Schwertmeister. They said you were undefeated. Only because I reserve the right for a rematch each time. None has beaten me twice. Another time. I'm tired. Das habe ich nicht erwartet. Blöd, Mann. Aber da hinten unten, da war, sieht so aus, als wäre da auch noch ein Teil der Karte noch nicht aufgedeckt. Aber hier ist nichts mehr. Ja, tatsächlich, noch nicht eins aufgedeckt gewesen. Ja, mein Gott. Dann werde ich noch mal kurz meditieren und ihn dann noch mal auf die Nüsse hauen. Voll auf die 12. Ready to fight? Always. Swing away then. Ne? Ich meine, wer schlägt denn schon alte Männer? Aber das ist ja meistens der Vorteil, den die alten Männer ausnutzen. Aber er hat wieder verloren. So, Zeit, um in Rente zu gehen, Opa. My tooth. Where's my tooth? Hat seine Zähne verloren. Keep it. You beat me a second time.
a true fist. Not surprising. You're pretty quick. Ja, ich hab die Fistfight-Nebenquest geschafft. Kaum bin ich draußen, schon kommen sie wieder her. Die kleinen Mistviecher. Komm her. Nein. Oha. Hier kommt bestimmt gleich irgendeine Form von Feind, hä? Geht's gleich los. I hear sounds behind this wall. There must be something inside. Na gut, aber wie kommen wir denn da hin? Na gut. Ich habe Stimmen gesehen und gehört. Wer da? The eternal fire must have sent you, Master. Why are you here, good man? I seek the grave of Raven, the great warrior. They say it contains vast treasures. Find anything? Horrid monsters attacked, then stones fell, trapping me. Were it not for you, sir. Naja, also ich werde auf jeden Fall weitersuchen. Warum sollte ich jetzt wieder gehen? Hurry, while the path is clear. I'll see about those monsters. Aha. Ich sehe natürlich nichts. Und da hinten ist das Grab. Gehen wir erstmal in die andere Richtung. Ich glaube, ich sollte mal wieder eine Runde Cat einwerfen. Oh, Geister! Ich gehe mal wieder ein Stück weg hier, weil das ist mir zu viel. Ohne Spectre Oil will ich nicht gegen sie kämpfen. Ja.
Kräfte, die da hinten enthalten ist. Habe ich Spectre Oil noch da? Ja. Greift ihr mich nicht an? Andere scheint sich nicht für mich zu interessieren. Was ist denn bloß schon wieder mit der KI los? Ey? Ihr macht mir jetzt gerade nicht wirklich Angst, also... Ich meine, ich weiß ja, dass Geralt ein angsteinflößender Charakter ist, aber wegrennen vor mir müsste er dann wirklich nicht. Geister, Weißbrot! Stimmt hier nicht, ey. Warum machen denn die nichts? Warum kämpfen die nicht gegen mich ordentlich? Bin ich denen zu stark oder haben die wirklich Angst vor mir oder was? Kommt einem tatsächlich so vor. Ich kann euch aber nicht leben lassen, das wisst ihr schon, ne? Na gut, das ist ja nur ein Haufen Nullen und Einsen, also. Die wissen nichts von Angst. Komm schon her. What? Fame and Fortune. Ist irgendwas hier in dem Sarkophag? Nee. Kein Platz im Sack. Ah, die können wir wegschmeißen hier. Gute Nacht.
Ist mir alles zu leicht hier. Im Moment gerade. Habe ich meinen Charakter zu stark für die alle? Nicht wirklich eine Herausforderung. Jetzt habe ich schon 50 Wing-Membranes. Jawohl. Oha. Neues Meteoritenschwert. Macht aber nicht genügend Schaden. Ist die Frage, welches ist mehr wert? Ich tausche es mal für das da aus. Na gut, also ich habe keinen Bock, die ganze Zeit den Geistern noch hinterher zu rennen, einen Hasen zum Jagen tragen. Das wäre ja noch das Tollste hier. Wenn sie nicht wollen, sollen sie es halt bleiben lassen. Die wollen alle nicht kämpfen. Dann gucke ich mich erstmal hier um. Was seid ihr nur für nutzlose Geister? Aber ich muss euch töten, sonst kann ich die blöden Kisten nicht aufmachen. Nice, level up. Komm schon. Hey, wie die immer fliehen. Kommt da wieder her. Wegen dir kann ich die Kiste nicht ausrauben.
Kann ich hier nicht noch irgendwas nehmen? Habt ihr es euch anders überlegt, ja? Wollt ihr doch kämpfen? Na! Ah. Nicht von mir weglaufen. Bitte nicht, es dauert sonst alles so lange. Wenigstens gibt es Erfahrungspunkte dafür, ne? Dass Geralt da nicht ein bisschen schneller macht. Alle, ja? Ne, anscheinend nicht. Irgendwo spielt einer noch Verstecken mit mir. Da. Rolling Rocks. Du kommst ein bisschen spät zur Party. Und jetzt rechts rum. Okay, da ist dann hoffentlich mal ordentlich was. Na, nur noch mehr Geister. Die von mir weglaufen, ne? Oder irgendwas Magisches, ne? Weiter. Green Mold. Und das in so einer Höhle. Ich dachte, die gibt's nur in der Kanalisation.
wie viele Pirouetten Geralt bis wohl zum Ende des Spiels gemacht hat. Kann er fast zum Eiskunstlauf gehen. Geralt, der Eiskunstläufer. Darf ich auch noch was sehen? Danke. Oh, was haben wir denn da? Eine Basiliske. Nicht besonders stark. Raven's Tomb. Stück von seinem Armor und eine Scroll, die ich schon gelesen habe. Ja, dann mache ich Platz in meinem Inventar, nehme sie trotzdem mit. Denn ich kann die bestimmt verkaufen. St. Gregory's Litany brauche ich noch. Was auch immer das ist, eine Litanei. Also den Begriff kenne ich, aber ich weiß nicht, was eine Litanei ist. Oh, hier geht's nicht raus, oder? Ne, hier ist dicht. Ja, nein. So, ich mache mich jetzt aus dem Staub. Hab keinen Bock, gegen mich zu kämpfen. Wer ist denn da noch? Gut, damit haben wir wahrscheinlich hier so gut wie alle Quests gemacht. In dem Gebiet zumindest. Jetzt will ich mal wissen, was haben wir noch alles an Nebenquests? Okay, also es gibt ein paar Sachen, die ich jetzt durchaus abgeben könnte in Vizima. Aber ich möchte unbedingt noch den Teil der Rüstung noch finden, den letzten, den ich noch brauche. Oder zumindest das, was ich brauche, um diese tolle Rüstung herzustellen. Ach. Die Geister greifen mir nicht mal mehr an, hey. Ja.
Komm, rennet weg, hä? Oh. Oh, da hinten sind eine Menge Alps, oder? Keine Ahnung, viel zumindestens. Nee, Rock Sizens. Ich glaube, die sind ein bisschen ungefährlicher als die Alps. Oh, das war sogar ein Miniboss, ja? Diese Gruppenanimationen, die sind schon krasser. Das gefällt mir wirklich gut. Ach, wie ich die Geister echt verfolgen muss, dass sie mich angreifen. Früher bin ich vor denen weggelaufen, weil sie sau stark waren und ich sie kaum getroffen habe. Der Blutsauger, der kommt jetzt echt bis hier hoch, hä? Ja? Ah, ich glaube, der kommt da irgendwo über irgendeine der Treppenstufen hoffentlich nicht hoch oder so. Der hat es tatsächlich bis hier hoch geschafft, dieser Blutsauger, sage ich schon. Die sind trotzdem immer noch saugefährlich, diese Viecher, weil sie einen immer vergiften können. Squirrels nearby? No. They've all gone to Vizima. Cursed non-humans. What did we ever do to them? I found a place nearby where those sons of whores took a human and tortured him. They buried the poor soul up to his neck and covered his head in syrup. Nearby was an anthill with red ants as big as your thumb. I can imagine the rest. Oh, kind sir. Nett. Farewell. So. Ich schätze mal, dass ich mit der Trophäe zum Huntsman muss. Und ich glaube, der war in dieser Höhle. Da will ich jetzt aber nicht hinlatschen. Ich gehe jetzt erstmal zum alten Haus.
Oh, Grafikfehler oder mit Absicht? Eher Grafikfehler. Kann ich nicht benutzen. Aber ich soll ihn benutzen. Warum kann ich den nicht benutzen? Was ist der Grund? Aber der war. Dann muss ich da. Dann ist der Weg zum alten Haus ja über. Zum Old Manor da auf der Übersichtskarte. Dann kann ich auch noch mal zum Huntsman gehen. Oh, lang am schnellsten links lang. Nee, gar nicht wahr. Der war in der Druids Cave. Oder war in der Old Mine. Nee, er war in der Druids Cave. Weiß ja genau, weil sie ja da die Druiden beschützt haben. Und in der letzten, da war ja nur der alte Typ mit der Kampfnebenquest, mit der Fistfighter Nebenquest. Ah, macht euch her. Alle rennen sie von mir weg. Mein Charakter ist zu stark. Lass mich halt da reingehen, Mensch. Immer noch nicht? Jetzt vielleicht? Hört ihr jetzt auf? Nein, sie hören nicht auf. Ich will doch einfach nur hier rein in die Höhle. Darf ich das jetzt endlich mal? Da ist immer noch einer, der da rumstreunert. Oh.
jetzt echt genug. Mir stinkt's jetzt. Na, endlich. Greetings. Can I be useful? They say know anything. People speak of a bat. I killed the She Vampire. Here's proof. Deadly these are. You were lucky. 1000 orens reward. Vielen Dank. Das Geld ist immer gut. Kann man mit dir handeln? Ich glaube nicht, ne? Nein. Ah, der Wet. Was machst du denn hier? State your business, Witcher. Let me pass, Duet. You look terrible, like you haven't slept all night. I'm tired, Count. May I pass? My dear Geralt. I spent the night with a Strigger, so my patience runs thin. With a Strigger? To what end? Did you kill her? She's no longer a problem. I found evidence of a traitor in the princess's entourage. Any idea who? Du wahrscheinlich. Not yet, but it's only a matter of time. I discovered a useful diary. Triss Merigold also knows some helpful spells. You should give me Ostrit's diary. The Grandmaster commands magic better than that witch Merigold. I never mentioned whose diary. But... to hell with it. Witcher, join me. Align yourself with the masters of a new order. With me, Roderick Duet, the future Viceroy of Temeria. Who are you working for, Duet? I thought you had it figured out. I'm working with Salamandra, for now. Think you can outsmart them? They're but a means to an end. Join me. You're pathetic. Do I not fit your vision of a noble knight of the Order? I weep to hear it, Witcher. You're a boil on this city's ass, and boils are lanced with a blade. Okay. Ja, dass der Typ nicht so ganz nett ist. Alles klar. Habe ich mir schon fast gedacht. Ich meine, sind ja meistens die Leute, die uns am nächsten stehen, die uns am heftigsten verraten. Aber ich meine, sowohl die Prinzessin als auch er sind ja beides Arschlöcher, ja. Absolute Abschaum. So. Ich meine, hätte ich mich mit ihm verbünden können. Das gab mir ja überhaupt nicht die Auswahl. Ich hätte es niemals getan, weil es einfach nur ein Arschloch ist. Und es wäre ja nur eine Frage der Zeit, bis er mich verraten hätte, ja. Also ich hätte es wäre sozusagen nur ein Bündnis nur wegen des Vorteils. Aber ich sehe keinen Vorteil, mich mit ihm zu verbinden. Ach, da ist ja noch einer, deswegen kann ich ihn nicht looten. Komm, mach schnell. Ich habe keine Lust mehr. Ich will die jetzt looten.
der Wet. Ich meine, ja, wozu sich überhaupt versuchen, mich zu rekrutieren, wenn ich überhaupt nicht will, sozusagen. Gut, ich meine, storymäßig passt das schon. Ja, ja. Ah, ich habe keinen Platz im Inventar für noch ein Buch. Ja, da benutze ich. Ich benutze jetzt mal den Runestone hier. Oder? Keine Ahnung. Ich habe auch 40. Ich habe auch noch 6. Mal Diamond Dust. Ja. Ich habe so viel Zeug, was ich unbedingt behalten will. Ah, ne, hier haben wir Wein. Den können wir wegschmeißen. So, was ist das für ein Buch? Experiment Notes. The book describes the results of research on mutated warriors. Referred to as mutants and greater mutants and on mutated warhounds. Also die Salamandra sind sozusagen die Gruppe, die diese Experimente durchgeführt hat. Ja. Die Frage ist nur, wer ist Salamandra? Ja. Ich meine, dass Salamandra auf jeden Fall mit Erda zusammengearbeitet hat. Ja, klar. Aber vielleicht ist sogar der König Salamandra. Weiß nicht. So, was... Irgendwelche... Ich habe jetzt irgendwelche neuen Infos im... Oha. Armored Hounds. Oh Gott, kriege ich die jetzt gleich. Greater Mutant. Ja, gegen den habe ich schon gekämpft, ne? Normaler Mutant, den habe ich noch nicht gesehen. Aber die waren auch nicht besonders stark. Ist irgendwas Neues im Glossar gewesen? Ich habe es leider nicht gerade gesehen. Irgendwelche neuen Locations. Hm, ne. Mach mal weiter. Oh, der hat einen Edelstein. Den würde ich gerne mitnehmen. So, zeig mir mal die Karte. Jetzt bin ich am See. Gut zu wissen. Komme ich hier hoch? Nee. Aber man kann hier am Ufer entlang. Was ist denn das hier? Ist das hier... Es ist so scheiß dunkel.
Da ist irgendwas hier. Das sah aus wie Mauern oder Trümmer oder sowas. Und hier komme ich nicht hoch? Doch. Aha. Was? Mutant Railer? Azar Javid? Oh oh, ich glaube, ich sollte mal besser zurückgehen. Und vorbereiten auf diesen Kampf. Das sieht mir nach einem Kampf aus. Weil ich glaube, ich kann auch skillen. Der brennt immer noch bis in seine Ewigkeit. Ach, wer stört mich hier beim Schlafen? Macht euch weg oder greift mich an. Aber bleibt nicht stehen. Alles klar, sehr gut. So, was skillen wir denn am besten? Okay, ich skille jetzt mal meine Strength komplett voll. Und dann machen wir... Das kann ich nicht, okay. Argentia, habe ich das eigentlich schon? Ja. Dann könnte ich das auch mal machen. Oh, Insectoid Oil. Das sollte ich definitiv welches herstellen. Habe ich da noch von... Ich glaube nämlich, dass ich davon nichts mehr habe. Doch? Okay. Okay, das war's schon. Schade. So, ich werde jetzt aber noch nicht anfangen, Oh, da ist Salamandra. Falsche Waffe. Ich werde jetzt noch nicht die Waffen irgendwie verstärken oder irgendeine... Aber wobei, das könnte ich machen hier, Whetstone. Aber egal, nee, also... Ich werde danach entscheiden, was ich nehme, bevor ich jetzt hier das Falsche nehme. Greetings, Geralt. Have you met Rayla? A singular transformation gave her the gift of life. Geralt! Gott, wie hässlich. The gift of life. You call that enslaved bag of blood and muscles alive? Better than alive, perfect. You learn that soon enough. This was your experiment? You're pathetic. Rilla, darling, you won't permit this mongrel to insult your master. Geralt! Kann ich sie irgendwie befreien oder sowas? Aua. Ich bin geblendet. Ha,
schon wieder. Aber sie ist auch irgendwie gestunt. Gute Nacht. Tut mir leid. Wobei, das ist nur ein Mutant, also. Oh. Sie hat ein illegales Schwert dabei. Und White Ruffards Decoction. Könnte man schon fast meinen, da sind irgendwie maschinenartige Teile, so Cyborg-mäßig. Oh, jetzt kommen hier schon die gepanzerten Hunde. Nein, 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 greif erst den Typen an. Da sind Herrchen und Hundchen leider zu schlecht. Aber was ist da? Da unten? Ach, das sind Drowner. Deswegen kann ich sie nicht looten. Oh, schön friedliche Musik wieder. Kein Platz im Inventar. Hat er nicht gerade eben irgendwie Bier mitgenommen oder sowas? Oder was hat er mitgenommen? Ah, ich habe so viel Zeug im Inventar, dass ich gerne loswerden würde. Naja. Los, greifen halt an. Dann halt erst die Monster. Thank you.
dachte, der Hund ist tot. So, sind da Feinde da oben noch? Ja, da ist noch ein Magier. Drogen dabei. Könnte man in Ruhe einen rauchen hier. Oh! Siegfried! Oh, noch mehr Mutanten! Mutant Assassin! Aus dem Weg machen. Ja. Ich verliere ziemlich viel Leben. Nimm mal bitte mal jetzt. Wo ist es? Nicht vorne, ja, ja, genau das. Und jetzt noch. Ja, nimm mal Wolf. Ich bin mir nicht sicher. Geh mal in die. Sind die Mutanten? Gegen was sind die Mutanten? Gegen was sind die verwundbar? Steel Swords. Okay, Steel Swords. Also muss ich das Steel Sword schärfen. Mann, komm, mach schon. Wieso geht das nicht? Oh shit. Ah! Ich muss hier weg, ich muss hier weg. Scheiße! Scheiße! Nein! Oh Gott. Okay. Schon lange nicht mehr bin schon lange nicht mehr gestorben. Ja, ich hatte damit gerechnet, dass ich da drin speichern kann hier in dem Gebiet, weil da ja die letzten Feinde gekommen sind, aber dem war nicht so. Dann speichern wir jetzt gleich nochmal. Ja, ich habe schon was genommen hier. Ah! So, jetzt nimm erstmal die Concoction nochmal.
Los, mach es kalt. Ah, Mann. Ich muss hier... Ah, zu oft. Zu viel Schaden. Jetzt. Komm. Ja. Das wollte ich haben. Ich hätte nicht gedacht, dass die mich so schnell angreifen hier. Jetzt nehme ich auf jeden Fall Swallow. Ihr sollt mich nicht umzingeln, ne? Aha! Das ist unangenehm. Wenn ich einen versuche rauszupicken, dann kommen immer gleich zwei und sie... Naja, nehmen mich halt von vorne und von hinten. Komm, geh mal weg. Bleib doch nicht stehen. Mann, ich muss nochmal Concoction nehmen, glaube ich. Oder weglaufen oder sowas. Na, wenigstens den habe ich dieses Mal mit einem Schlag gekriegt. Jetzt nehme ich nochmal Concoction. So. Und jetzt bitte. Warum geht das nicht? Ach so, das ist eine Potion. Das ist gar keine Blade Coating. Ja, dann nimm's. Komm, hilf mir, Siegfried. Was, du hast ihm kein bisschen Schaden zugefügt? Was bist du denn für ein Siegfried? War das jetzt kein Finisher?
finally. What manner of beasts are they? The result of Salamandra's genetic experiments. I came as quickly as I could. It's appreciated. Witcher! What's the situation in Vizima? The rebellion has yet to be quelled, but the Grand Master is regrouping his armies for a final blow. The King is holding back on disbanding the Order. When we defeat the non-human rebels, he'll be satisfied with the Grand Master's policies. So, he's kept his word. The Grand Master always keeps his word. I meant Foltest. And? Never mind, Siegfried. I was thinking out loud. Kann ich dich noch was fragen? Witcher! The old manor is Salamandra's main base. The front gate's of little use, but there's another way in. An old well goes straight down into the cave. Ja, wait, das machen wir nächstes Mal. Ich möchte speichern. Und vielleicht hier nochmal looten. Ja, wäre auch mal eine gute Idee. Hier wird eine Menge Gold rumliegen. Und nicht nur Gold, schätze ich mal. Was ist denn da unten? Da bin ich noch nicht gewesen. Aber ich nehme mal an, dass es hier nicht unbedingt weitergeht. Oder doch? Ich weiß es nicht. Gehen wir wieder hoch. Was ist das da für ein Tor? Kommt man nicht rein. Vielleicht kommen wir da später mal raus. Die Mutanten haben alle nichts dabei. Krass. Okay, dann werden wir hier nochmal eine Runde meditieren und dann machen wir weiter im nächsten Part bei The Witcher. Danke fürs Zuschauen, Leute. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.